Hallo und willkommen zurück zu Celeste, der potenziell letzte Part hier drin in diesem, Secret of the Celeste Now. Speichern und beenden. Ich muss wieder mein Save State resetten, weil ich mich wieder versave stated habe. Passiert ja hier so selten. Oh, nice. Ey, das ist so kacke, weil man nicht in der Lage ist, dort zu überleben und nachzudenken. Like, überhaupt nicht. Selbst wenn man sich volle Pulle anstrengt. Obwohl, warte, das sind Bodenflächen, die ich nutzen kann. Die hatte ich nicht gesehen, auf den ersten Blick. Oh, nice. Warte, die ist nur da. Da muss ich jemand da. Safe-stated? Vielleicht? Vielleicht auch nicht. Wenn ich so drüber nachdenke. Das sollte auf jeden Fall gehen. Müssen wir im richtigen Timing sein. Okay, dann warten wir noch ein paar Sekunden, bevor wir safe-staten, damit wir im richtigen Timing sind. Gut. Thank you.
Okay, das sollte gehen. Entweder oben oder unten. Oben wäre mir feiner lieber. Ich auch überhaupt nicht. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, ich auch überhaupt nicht nah genug an der Wand dran bin, aber doch, da war ich nah genug an der Wand dran, um Spike Jump zu performen. Wow, nice. Also. Ich bin gerade sehr verwirrt. Ja.
Wie komme ich hier lang, bitteschön? Wie komme ich da hoch, bitteschön? Wie komme ich wieder? Ah, warte mal. Jetzt checke ich, wie das ging. Sure. Das bringt doch alles nichts. Scheiß Variantenmodus, das mache ich gefixt und sterblich, Mann. Jetzt müsste ich mich wieder hier irgendwie durchfummeln und so. Damit ich es irgendwie hinkriege. Im richtigen Timing hier unten zu sein. Alles klar. Was, ich weiß nicht, was der asoziale Scheiß hier wieder soll. Also einfach nur im richtigen Timing hier unten sein, so. Modoptionen, nicht Modoptionen, Varianten, 50 lassen wir. Die Sichtbarkeit machen wir aber aus. Gut, ich kann wieder sterben. Okay, gut, dass ich mich direkt hier festhalten konnte, weil sonst wäre ich schon wieder gescrewt. Okay. What the frick? Das macht die Tür auf. Nach ihm raus.
Okay, ja, keine Ahnung, wenn das Spiel mich immer verarscht. Oh mein Gott, Alter, jetzt bin ich ja wirklich wieder hier. Wait. Nein. Wow, nice. Ich habe alles richtig gemacht. Das Spiel ist einfach nur ein Hurensohn. Wow, nice. Willst du mich verarschen? Spiel, könntest du aufhören, Hurensohn zu sein und dich gefälligst da unten festhalten? Weil das einfach nur Bullshit ist. Das sollte eigentlich dort ohne Probleme easy oder squeezy alles funktionieren. Also, wo war ich? Aus, Standard, aus. Alles klar. Also manchmal bin ich echt total verwundert bei der Tatsache, wie wenig man sich in der Luft lenken kann in Situationen, in denen man eigentlich Full Control haben sollte. Alleine hat 20 Minuten gedauert. Das
alleine. Hat einfach unbesiegt. Warte mal, bup. Warte mal, bup. Unbesiegbarkeit aus, Dash Assist aus. Okay, Spieltempo machen wir wieder auf 100. Alles andere ist aus, gut. Inferno, complete the B-side of the ancient runes. Oh mein Gott, Alter. Oh, und was für ein Inferno das war. Okay, das Portal zu den A-Sides ist wieder da. Alter, 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 zurück in der A-Side. Bitte, wait, what? Wait, what? Bitte, was? Warum ist die denn jetzt hier? Gehen wir mal nach ganz vorne nach Celeste Mountain, Mystery Cave. Ist ja auch eine Strawberry? Das ist die Frage. Oder gehört das? Das ist jetzt die Frage. Die Strawberry ist wieder da. Ist jetzt da, weil wir halt wahrscheinlich die. Weiß nicht. Wäre sie hier auch da, ist die Frage. Ah, weil das hier. Das hier ist ja quasi der Epilog. Oh, hä? Wie geht denn das? Oder, das ist doch geglitscht oder so. Das ist doch, glaube ich, jetzt nicht so intended. Oder die goldene Strawberry ist da. Okay. Darf ich keine Teleporter benutzen mit der? Weil sonst wüsste ich, ansonsten kommt es mir so vor, wie jetzt könnte ich diese relativ simpel cheesen. Ich Teleporter benutzen darf. Also ja. Gucken wir einfach mal. Wie schaut's denn hier aus? Ja, also hier oben, so direkt am Eingang, ist auf jeden Fall keine goldene Erdbeere. Ich meine, im Standard-Epilog-Level war das auch nicht der Fall. Ich meine, es läuft halt irgendwo ein bisschen weird, weil, like, das Spiel hat ja sein eigenes, also, like, dieser Mod hat ja quasi sein eigenes System, aber das eigentliche Celeste-System ist ja noch so underlying. Also, es sind alles verschiedene Chapters, aber sie sind als ein Chapter verbunden und die Daten, die ich in einem Chapter mache, werden im anderen Chapter gespeichert, wie Switches und so Geschichten. Also, like, das heißt, quasi das Chapter neu betrete, bleibt alles gesaved. Jetzt hier einfach nochmal komplett um. Muss ich das alles aufnehmen? Ich meine, wir könnten theoretisch. Ja, bitte was. Wird schon nicht zu lang dauern. Ich will nur gucken, ob hier eine goldene Strawberry sich irgendwo versteckt. Weil dem anderen haben wir ja jetzt eine. Ich habe auf jeden Fall vor, die einzusammeln. Also. Ja. Ich weiß noch nicht, was dann passiert. Oder ja, ich weiß noch nicht, was dann passiert. Ob das, weil der Gem ist ja eigentlich schon eingesammelt. Also, like, wo zählt die dann? Also wirklich, der Gem ist ja schon eingesammelt. Also, wo zählt die goldene Strawberry wieder?
ist schon die Frage, wo zählt die goldene Strawberry dann? Deswegen gehe ich das Level jetzt auch mal eben, betrete ich das Level mal eben wieder normal. Aber jetzt ist die goldene Erdbeere jetzt weg und ich hätte sie gleich einsammeln sollen. Oder ist halt die Frage, lassen sich die Teleporter benutzen? Kann ich die goldene Erdbeere mit hier nehmen? Von dem anderen Kapitel? Weil das ist ja eigentlich der Epilog. Also kann sein, dass hier keine... Hier gibt es glaube ich auch keine normalen Erdbeeren, wenn ich was drüber nachdenke, oder? Ich glaube nicht. Wenn man hier guckt... Genau, hier waren keine normalen Erdbeeren. Natürlich auch interessant, die goldene Erdbeere später mit mehr Movesets zu sammeln. Aber es macht eh keinen Sinn. Also solange das Spiel einen nichts gibt, wo man irgendwie einen Schaden dodgen kann oder sowas. Vollautomatisch. Glaube ich nicht mal, dass das wirklich geht. Okay. Okay, gehen wir mal die Areas durch. Celeste Mountain ist komplett. Und der Agent... Ja, das heißt mal komplett die Agent Wounds eigentlich auch. Aber jetzt ist halt auf einmal die da. Okay. Ah! Der ist deaktiviert. You need to unlock at least one other warp station before you can use them. What the frick? Meine Map hat aber noch alles. Er hat aber die Warp Station disabled. Und das funktioniert. Ist die jetzt auch hier? Hier gibt es ja keine Map, wie wir wissen. Ja gut, laufen wir mal durch. Jetzt ist es halt wirklich durchlaufen, weil jetzt ist es einfach nur die goldene Erdbeere abholen. Aber ja, wahrscheinlich hat der Prolog halt keine goldene Erdbeere, weil er wahrscheinlich halt auch gar keine Erdbeere hat. Wie es halt auch beim Vanilla-Prolog der Fall ist. Ist ja im Vanilla auch ein Level, wo das drin ist im Endeffekt. Die Sache ist, ich glaube... Ich dachte, man kommt mit der Ducking, also mit der Ducken-Hitbox da rein, aber scheinbar nicht. Oder keine Ahnung, ich meine, ich habe mich auf einen extra Button gelegt. Okay, das waren alle. Ich frage mich aber, das sind ja like umgedrehte, also in der Form, also like von unten nicht durch, von oben schon. Oh, man kommt auf beide Seiten durch. Ah, interessant.
Solche verwendet das normale Spiel aber, glaube ich, nicht. Nur solche. Aber die anderen sind quasi umgedreht. Auch wenn sie scheinbar nicht andersrum, nicht unbedingt andersrum funktionieren, aber. Da man ja sowieso von den Spikes getötet wird, wenn man. Oder. Naja, gut. Das nicht funktionieren andersrum. Sind die Dinger normalerweise? Ich meine, sind die normalerweise mit durch. Warte, wo muss ich hier? Ah, hier. Hab ich gesehen. Das ging im letzten Raum von diesem kleinen Aktivierdinger nicht optional war. Aber der letzte Raum kommt. Ah ja, stimmt, der letzte Raum ist ja der da. Der hat an sich insanely lang gedauert, selbst mit. Das mit der Möglichkeit zu speichern. Das ist eigentlich ziemlich krass. Genau, der ist wahrscheinlich necessary. Ja, schaut's aus. Hallo, wann collectest du dich? Jetzt. Legend of the Wounds. Collect the gold strawberry in the B-side of the ancient ruins. Okay, wir haben Celeste Mountain fertig. Wir haben die Ancient Runes B-Seite fertig. A-Seite würde uns theoretisch. Ich meine, eigentlich könnten wir das auch machen. Wir sind ja immer noch an Invulnerable, oder? Komm, waschen wir einfach durch, gucken wir mal. Das heißt, die Teleporter wieder, like, reset it. Genau hier, wenn man hier auf die Map schaut, ist das hier jetzt mein Zielpunkt. Wait a minute. Oh mein Gott, ist er da wirklich alles resettet? Ja, sure. Ich will jetzt nicht unbedingt was skippen. Also können wir jetzt wieder festhalten, aber nicht mehr klettern festhalten. Ich hoffe, dass alle Fähigkeiten wieder zurückkommen, wenn ich die Strawberry zurückkriege. Also alle vom, like, normalen Modus. Achso, wir müssen jetzt noch zum Ende. Das ist alles, was ich hier machen muss. Ja, weil das richtige Festhalten erst später kommt. Witzigerweise hat man es in der B-Seite dann von Anfang an. Das kann ich euch jetzt auch nicht erklären, warum das so designt wurde. Ich meine, ich weiß, dass man es hier auch von Anfang an hatte, like in älteren Versionen. Aber da wurde das halt, keine Ahnung, dann wahrscheinlich hat es ein bisschen Coding gebraucht, bis der Typ es hinbekommen hat, dass er das quasi separatisieren konnte. Festhalten von Klettern. So, dass man die Möglichkeit hat, literally sich nur festzuhalten, ohne zu klettern, was in meinem Kopf ziemlich nuts klingt. Okay, weird. Habe ich die andere nicht geunlockt, weil ich nicht aufstand? Nicht da lang da. Da.
Very interesting. So, durch. Dann hier durch. Und hier durch. Ich glaube nur, dass jemand schon mal Deathless gemacht hat. Survivor of the Ruins. Collect the gold strawberry in the ancient ruins. Deswegen hat das nicht mehr gemacht. Wir haben wieder alles, oder? Ja, wir haben wieder den Space Jump. Das ist aktiv. Ich wüsste auch nicht, warum man irgendwas deaktivieren will. Wahrscheinlich nur Just for Fun oder so. Wait, what? Musikverkehr aus. Der Schuss ist das aus. Okay, alles ist aus. Interessant. Der ist quasi irgendwie an dasselbe gekettet wie der andere. Okay, wir haben die B-Seite und die A-Seite, beide komplett, 100% von hier. Das heißt also, hier geht's jetzt runter. So, cool, kann ich nochmal anleuchten. Und wir machen jetzt mal unsere Map auf. Oder, achso, macht mehr Sinn, wenn wir zu einem Teleporter gehen. Weil wir an einem Teleporter halt in der Lage sind, alle Chapters quasi einzusehen. Was sind da eigentlich Chapters? So. Gehen wir zurück. Celeste Mountain haben wir alles. The Ancient Wounds haben wir alles. Auch die beiden goldenen Strawberries und quasi das andere Herz. Hier haben wir alles. Außer die goldene Erdbeere und die B-Seite. Diese beiden Dinge fehlen hier. Wir haben sie grundsätzlich hier schon geunlockt. Ja, wir haben hier drin 100%. Aber sie ist noch nicht da, oder? Upsala. Warte, gehen wir mal hier runter. Eigentlich müsste die B-Seite am Start sein. Hier ist aber nichts. Ist die B-Seite erst da, wenn wir dann da hinten... Okay, egal. Das machen wir im nächsten Part auf jeden Fall. Bewerten nicht vergessen und ciao.